Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Bastelein. Ich habe heute meine Lieferung von Dieters kleine Schnäppchenwelt zur Runde 113 bekommen, nee, 112. Und da wollte ich euch mal zeigen, was ich bekommen habe. Und ich war noch beim Penny einkaufen. Und was soll ich sagen? Selbst beim Penny verfolgen einen manchmal die Bastelsachen. Ich habe diese drei Motivstanzer von Folia für 4,99 € oder ich glaube 4,95 € habe ich mitgenommen. Genau, weil für den Winter und Weihnachten habe ich glaube ich noch nicht so viel und deswegen habe ich die mitgenommen. Genau, das Paket kam von DPD und es war, das ist jetzt schon das zweite Mal, kaputt. Und es wurde auch so wie es ausschaut nochmal nachverklebt. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wem seine Schuld das ist. Keine Ahnung. Ich schaue jetzt auf jeden Fall, ob alles im Päckchen drin ist. Deswegen wollte ich es live auspacken. Weil wenn irgendwas fehlt, kann ich nämlich an Dieter sagen, was genau fehlt. Und aus dem Grund mache ich ein Live-Video. Liegt den Lärm. Also ich hoffe, dass wirklich alles drin ist. Weil letztes Mal habe ich auch eine Lieferung bekommen, da war das Päckchen auch kaputt. Und da hatte ich so Vintage-Räder bestellt. So Zahnräder. Und die lagen dann bei uns draußen auf der Straße, weil die aus dem Paket von dem Ausfahrer hier auf die Straße gefallen sind. Fand ich jetzt nicht so cool. Genau. Da ist auch noch was. Also da ist es wieder gut verpackt. Aber ansonsten. Na. So, jetzt. Genau, ich habe bestellt den Cardstock. Und zwar sind das bunte Blätter. Also ich mache das jetzt alles live vor der Kamera, weil wenn wirklich was fehlt, kann ich das nachweisen, also ich hoffe nicht, dass was fehlt. Und zwar habe ich bestellt diese 30x30 Blätter und zwar sind da verschiedene Blätter mit dabei. Könnt ihr gar nicht sehen. Genau. Einmal rosa, dann Honig, Lemon, Aqua, Moonstone Blue und Lila. Genau. Da sind drinnen 18 Blätter in den Farben mit 270er Grammatur. Genau. Die dachte ich, probiere ich mal aus. Oh, die Preise. Wollt ihr die Preise wissen? Moment. Die Preise. Also das Cardstock-Set hat gekostet 6 Euro. Oh, das ist gut. Das ist alles nach der Reihe. Dann habe ich diese Stanze bestellt. Die fand ich richtig cool. Ist von Studio Light und habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Die kostet 6 Euro. Dann habe ich bestellt das Set Nuvo Drops. Da gab es so ein 5er Flaschen Set für 10 Euro. Und nachdem ich noch überhaupt keine Nuvos habe, habe ich mir gedacht, ja, bestelle ich mal. Also ich habe jetzt zwei Blautöne, da wäre noch eine andere vielleicht nicht schlecht gewesen, aber ich habe zumindest schon mal Weiß. Das Orange finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, genau. Da schauen wir mal. Also wie gesagt, wenn das Bastelzimmer fertig ist, dann kann ich mir noch mehr Nuvos bestellen, aber das war jetzt erstmal so. Dann gab es diese Tüten. Wie gesagt, ich habe bei irgendjemandem gesehen, die aus solchen Tüten Alben gemacht hat. Und da hat ein Päckchen 1 Euro gekostet. Und da habe ich natürlich zugegriffen. So, habe ich. Entschuldigung. Habe ich in grün 5-mal. Aber die kann man so auch als Geschenktüten nehmen. Dann habe ich in pink. Ich glaube auch 5. 3. 4, 5. Ja.
Genau, sind auch 5 Tüten in so einem Pink-Weiß. Und dann in dem Rot-Weißen. Genau, sind auch 5 Stück. Weil 1 Euro fand ich jetzt nicht so teuer. Ich habe die letztes Mal, wo habe ich dann die letztes Mal? Bei Amazon, glaube ich, bestellt. Und da hat ein Päckchen, ich glaube, einmal 5 Euro und einmal, glaube ich, 3 Euro gekostet. Genau. Jetzt haben wir hier noch eine kleine Tüte. Also ich bin ganz froh, dass er die so eingepackt hat, in die Tüte noch. Weil sonst, glaube ich, wären die Dinger wieder rausgefallen. Also danke, lieber Dieter, fürs Einpacken. Weil, wie gesagt, ich habe es im letzten Mal schon geschrieben, dass das passiert ist. Und damit es halt nicht nochmal passiert, wollte ich ihn halt aufmerksam machen. Weil, wie gesagt, das kann schon passieren, weil die Post, die ist ja wirklich manchmal, also die bringt Pakete oder DHL oder DPD oder wer auch immer. Ich muss sagen, die sind alle gleich. So. Und zwar sind das Perlen. Da muss ich jetzt leider erst auf die Rechnung schauen. Ich habe einmal dieses Schmetterling. Acrylschmetterling, transparent. Könnten auch die sein. Die kosten transparent 1,50. Also die Schmetterlinge kosten beide 1,50. Genau, die schauen so aus. Ich mache mal kurz auf, weil das blendet nämlich ganz schön. Könnte man auch als Anhänger machen. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass man Armkettchen oder so draus macht. Das waren einmal die. Dann einmal die transparenten. Ah, ich habe dreimal Schmetterlinge. Kosten die alle gleich? Ja, die kosten alle gleich. Zumindest die hier. Genau, die habe ich, glaube ich, sogar zweimal bestellt. Genau. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich schaue nochmal die Schmetterlinge. Die habe ich, glaube ich, zweimal. Ne, die habe ich alle einmal. Das sind verschiedene. Einmal gibt es transparent irisierende, opal, ne, opak irisierend und transparent. Stimmt, die sind ein bisschen heller als die. Und dann haben wir noch die hier. Das mag nicht. Ich liebe ja Schmetterlinge. Die schauen so aus. Dann habe ich noch so kleine Blümchen. Die sind relativ klein. Da kostet ein Päckchen Schmetterlinge, Blumen 1,75. Wie viele sind da drinnen? Von den Schmetterlingen jeweils 100. Von den Acrylblumen von den kleinen hier sind 200. Die machen wir gleich mal auf. Also ich freue mich echt, dass es angekommen ist. Es hat jetzt schon relativ lange gewartet. Lange gedauert. Ich musste lange warten suchen. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass es so lange dauert. Aber wie gesagt, dafür sind die Preise unschlagbar. Auf der anderen Seite gibt es auch die falsche Seite. Ja, es ist zu spät. Es ist 1.35 Uhr, es ist ein bisschen zu spät. Die fand ich richtig niedlich, aber die sind schon richtig klein. Genau, das sind 200 drinnen, wie gesagt. Dann haben wir noch die Schmetterlinge. Schau ich bloß, was das für welche sind. Schmetterling. Sind es 25? Und das sind, glaube ich, auch mehr. Oh, ich kann es euch gar nicht sagen. Nee, das sind 50. Opak irisierend, das sind die. Genau, die kosten 1,75, oder? Ja. 1,75. Die sind ein bisschen größer. Die kann man ja auch an eine Karte machen und die sind schon richtig cool. Das sieht man gar nicht. Die sind so ein bisschen
Ja, das kriegt man so leider gar nicht richtig eingefangen. Doch jetzt. Die sind. Die Glitzer so ein bisschen. Ja, ein bisschen sind sie so. Wie sagt man dazu? Irisierend halt. Dann habe ich die Smileys mitgenommen. Die fand ich auch richtig niedlich. Die haben gekostet 100 Stück. 1,75. Ich mach schnell. Wie gesagt, an Anhänger oder so machen die sich ganz gut. Und dann habe ich noch mal die Blütenkelche für kleine Engelchen. Da haben die Blütenkelche gekostet. 25 Blütenkelche, 1,95. Genau, ich weiß, ich glaube, ich habe letztes Mal habe ich bunte bei ihnen bestellt. Und diesmal habe ich solche bestellt, die sind zu groß. Genau. Genau, das war meine kleine feine Bestellung bei Dieters kleine Schnäppchenwelt. Heute ist schon Samstag. Ich wünsche euch jetzt allen noch ein schönes Restwochenende. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.